Dämonenaustreibung, Heilungsgebete und Gottesdienste, die etwas anders aussehen als am Sonntag in meiner Kirche. Die christliche Welt ist bunt in Deutschland, aber manchmal wird sie auch düster. Wenn zum Beispiel Prediger Schläge mit dem Rohrstock propagieren oder wenn eine rigide Sexualmoral Menschen psychisch krank macht. Ich bin auf der Suche nach christlichen Parallelwelten. Bisher habe ich davon nur gelesen, aber gibt es sie wirklich? Müssten sie dann nicht kontrolliert werden? Das Problem, kaum jemand aus den fraglichen Gemeinden will mit mir reden, erst recht nicht vor der Kamera. Schließlich treffe ich Frau B. Um sie zu schützen, muss auch ihre ehemalige Gemeinde ungenannt bleiben. Sie erzählt von dem ungeheuren Druck auf Einzelne. Die Leiterschaft wollte alles unter Kontrolle haben, alles beobachten können, letztendlich auch über den persönlichen Lebensspielraum der Menschen bestimmen können. Das Schlimme war da halt nur, es wurde alles dann auf den Namen Gottes projiziert. Und dadurch natürlich zu einer Waffe, die die Leute systematisch klein gehalten hat. Denn gegen Gott wollte man ja nichts machen. Frau B. zeigt mir ein Papier aus ihrer alten Gemeinde zum Thema Rebellion. Es zeigt, wie Unterdrückung funktioniert. Dort heißt es, Symptome, an denen wir Rebellion erkennen. Kritik an den Leitern. Sich unter Druck gesetzt fühlen. Und auch Privatismus. Also die Sehnsucht nach ein bisschen Privatsphäre. Ich kam eines Tages nach Hause, da fand ich auf einmal die Kinder der Pastorenfamilie bei mir in der Wohnung vor. Wir wohnten da eng zusammen. Da habe ich gesagt, ja, was ist das denn hier? Ja, die Kinder, die brauchten jetzt hier einen Platz zum Spielen, da haben wir die in eure Wohnung gelassen. Eine Kleinigkeit könnte man meinen. Aber wenn Frau B. die fremden Kinder in der eigenen Wohnung nicht recht waren, dann wurde ihr Rebellion vorgeworfen. Sie musste Buße tun und hatte ein schlechtes Gewissen. Schon Kindern wird eingeschärft, dass Regeln unumstößlich sind. Ein Heft für Bibelstunden, herausgegeben in Dortmund. Da heißt es, ändere die Befehle nicht. Jeder gute Soldat muss Gott gehorchen. Eine eigene Meinung bilden, unerwünscht. Nach vielen Absagen dürfen wir endlich in einer evangelikalen Gemeinde drehen. Das Christuszentrum Troisdorf feiert an diesem Sonntag einen Gospel-Gottesdienst. Die Menschen sind ausgelassen, von Unterdrückung keine Spur. Der Pastor tanzt in der ersten Reihe. Aber wie sieht es denn aus mit Prügelstrafe oder Dämonenaustreibung, die angeblich in der Bibel gelehrt werden? Ich nehme mal ein Christus-Zitat. Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es raus. Wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verleitet, hack sie ab. Und unter meinen fundamentalistischen Christenfreunden habe ich noch keinen ohne Auge und ohne Hand gesehen. Pastor Uwe Schäfer will mit Fundamentalisten nichts zu tun haben. Er stellt mir nach dem Gottesdienst Familie Piepenstock vor. Die Eltern Marco und Claudia wirken jetzt auch nicht so, als ob sie ihre Kinder schlagen. Sie laden mich zum Abendessen ein, damit ich endlich alle meine Fragen loswerden kann. Hallo. Hallo. Klar hebt man sich irgendwie ab. Es ist ja schon für manche komisch, wenn man sagt, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Und ich gehe da gerne hin sogar. Die Kinder Anneke, Mathis und Jana gehen auch gerne in die Kirche. Für sie gibt es viel eigenes Programm und auch viele ihrer Freunde kommen aus der Gemeinde. Im Alltag versuchen die Eltern ihren Kindern zu zeigen, dass Gott immer für sie da ist. We thank you, Lord, for giving us food. We thank you, Lord, for giving us food. Thank you, amen. Guten Appetit. Guten Appetit. Was mir oder uns beiden wichtig ist, dass wir den richtigen Werte auch vermitteln. Dass wir also die versuchen so zu erziehen, dass nicht das neueste Handy, das coolste, die coolsten Klamotten, dass die wichtig sind. Ich möchte den Kindern einfach vermitteln, wenn alle Stricke reißen, Jesus ist immer da, der begleitet euch. Der kennt euch bis in die Westentasche, der kennt jeden Gedanken und so, ne, und meint es absolut gut mit euch. Bei den Piepenstocks scheint die Welt noch in Ordnung. Aber wo sind dann die Gemeinden, die Menschen unter Druck setzen, sich in Erziehung einmischen und Dämonen austreiben? Nach einem halben Jahr Recherche finde ich Katja. Sie war 20 Jahre Mitglied in einer freien Christengemeinde. Ich mache mich auf den Weg zu ihr nach Süddeutschland.
Vor dem Gebäude ihrer ehemaligen Gemeinde erzählt sie mir, dass sie in der Zeit dort immer kränker wurde. Was glauben Sie, im Nachhinein hat sie so krank gemacht? Meine Erklärung für meine Krankheit ist, ich merke das heute noch, man hat ja so den Phantomschmerz auch noch, wenn ich einfach im Konflikt stehe, wenn ich Angst bekomme, wieder was Falsches gesagt oder getan zu haben. Ja, dieser ständige Gewissenskonflikt, einfach dieses Aufreibende, Zermürbende, das hat mich krank gemacht. Das heißt, was hatten Sie genau? Ich hatte eine Darmentzündung, eine chronische. Okay, und dann kam aber ja noch was dazu sogar, ne? Ich habe dann mit 38 noch einen Schlaganfall bekommen, ja. Fast 20 Jahre konnte Katja kaum schlafen, träumte vom Teufel, hatte Angst, nicht genug zu glauben. Der Zweifel hat mich immer begleitet. Und was denkt man dann, woher der Zweifel kommt? Vom Teufel. Und was macht das mit einem? Das zerreißt die Person. Das macht Angst. Ich habe große Ängste gehabt während der Zeit meines Glaubens. Zum Beispiel? Ich habe soziale Ängste gehabt, weil ich mich auch so immer unter dem Druck gefühlt habe, ich muss missionieren, ich muss von meinem Glauben erzählen. Sonst geht dieser Mensch doch auch verloren. Dann habe ich die Angst gehabt, dass ich nicht genügend glaube, dass das eben der Satan doch irgendwas in meinem Kopf machen kann. Ich habe so viele Gedanken gehabt, meine Gedanken waren nachher so zwanghaft und haben sich so im Kreis gedreht, weil ich auch in meinem Privatleben überhaupt nicht klar kam. Im Prinzip meine ganze Natürlichkeit verloren hatte. Das entfernt, das hat mich immer mehr von meinen Mitmenschen entfernt. Ich war alleine, da habe ich Ängste entwickelt, einfach aus diesem Alleinsein raus. Nach Katjas Geschichte frage ich mich, wer kontrolliert eigentlich freie Kirchengemeinden? In jeder evangelischen Landeskirche gibt es einen Sektenbeauftragten. Muss er also verhindern, dass es Schicksale wie das von Katja gibt? Der Ruf nach Kontrolle auch von außen ist verständlich angesichts dessen, was angerichtet werden kann im Einzelfall. Aber zugleich ist es so, das ist ein freies Land. Ich bin sehr dafür, dass es auch so bleibt und wir autoritäre Strukturen von außen nicht erzwingen können. Eine andere Sache ist es, wo noch mal Kinder im Spiel sind. Es gab eine Zeit, in der ganz offensiv mit der Erziehung durch die Rute geworben wurde. Also Kinder wurden geprügelt und das wurde vermeintlich biblisch begründet. Prügel im Namen Gottes? Auch heute noch werde ich im Internet fündig. Wer seine Kinder nicht züchtigt, liebt sie nicht, lese ich auf der Seite eines bibeltreuen Buchverlags. Und im Internet kann ich Bücher über Züchtigung bestellen, obwohl Züchtigung von Kindern seit dem Jahr 2000 verboten ist. Amazon sagt auf meine Anfrage, sie verbieten nur Bücher, die auf dem Index stehen. Darum habe sich in diesem Fall wohl noch niemand bemüht. Auch das Buch Kinder sind keine Engel steht bisher nicht auf dem Index. Darin gibt eine Mutter aus einer fundamentalistischen Gemeinde detaillierte Anweisungen für die Route in der Erziehung. Es war schon also sehr strikte und auch rigorose Kindererziehung angesagt. Also das Thema mit Kinder Spanky geben, schlagen, wurde schon als das Erziehungsmittel propagiert. Am Telefon erzählt mir ein Vater, dass sein Sohn im Alter zwischen 5 und 9 Jahren immer wieder mit Prügelspuren heimkam. Immer dann, wenn er am Wochenende bei seiner Mutter war. Als Mitglied einer fundamentalistischen Gemeinde wollte sie ihrem Sohn Dämonen austreiben. Und waren Sie auch vom Jugendamt? Ja. In Köln. Eigentlich wollte der Vater auch vor der Kamera mit uns sprechen, aber wenige Stunden vor dem Interview sagt er ab. Auch nach über 10 Jahren hat er Angst um seinen Sohn. Stattdessen gehe ich mit seiner Geschichte zum Jugendamt Köln. Er hat uns erzählt, er hat sich ans Jugendamt gewandt, ans Jugendamt Köln, und es gab keine Reaktion. Wenn das so ist, dann ist das sehr bedauerlich. Und ich würde das im Hinblick auf, ich sag mal, heutige Verhältnisse und so wie das Jugendamt heute sozusagen auch dienstlich aufgestellt ist, für heute ausschließen.
Hört sich gut an. Leider kann Andrew Schäfer von der Sektenberatung das nicht für alle Städte bestätigen. Da haben mir Kindergärtnerinnen berichtet von Kindern aus einer fundamentalistischen Gemeinschaft, dass Kinder dort geprügelt wurden. Und ich weiß es von einer Grundschulrektorin, dass Kinder aus dieser Gemeinschaft ziemlich gequält wurden. Wir haben das im Jugendamt gemeldet und das hat nicht viel gebracht. Frau B., die Aussteigerin, erzählt mir noch, dass auch die Rechte von älteren Kindern in ihrer Gemeinde missachtet wurden. Viele der Jugendlichen in der Gemeinde wurden ermutigt, die Schule frühzeitig zu beenden, auch sehr gute Schüler. Und sie wurden dann aufgefordert, in der Firma zu arbeiten. Also die Gemeinde hat nebenbei eine Firma gegründet, die mit Secondhand-Elektrogeräten gehandelt hat. Dieser Profit ging dann eben auch zum Großteil an die Pastoren persönlich, was wir eben auch nicht so wussten. Die wurden nach Strich und Faden ausgenutzt. Sie wohnten auf dem Gelände zu 2, 3, 4 Leuten zusammen. Wir bekamen da Essen. Wir haben immer von verschiedenen Lebensmittelläden Essen abgeholt und das wurde in der Großküche verarbeitet. Manchmal war es viel, manchmal war es wenig. Dementsprechend bekamen die zu essen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwas an Geld bekamen. Katja lebt 4 Jahre nach dem Ausstieg in einer kleinen Wohnung bei Freiburg. Ihr Mann ist noch Gemeindemitglied. Sie hat sich scheiden lassen, ist geflohen aus dem gemeinsamen Haus und musste auch ihre 3 Kinder zurücklassen. Zur Tochter Jana hat sie jetzt allerdings ein viel besseres Verhältnis als früher. Magst du Nespresso? Ja. Oder lieber Latte Macchiato? Jana rechnet ihrer Mutter hoch an, dass sie ihren Kindern immer die Wahl gelassen hat. Das ist in streng christlichen Familien keine Selbstverständlichkeit. Mir wurde immer gesagt, ich bin noch nicht getauft. Das ist deine eigene Entscheidung und du musst es wissen. Und das ist in vielen Elternhäusern nicht so. Viele von denen in der Gemeinde, die sind wirklich nur umgeben von den Leuten in der Gemeinde. Da kommt gar nicht so die Frage auf, ist das wirklich richtig, woran ich glaube? Oder bin das wirklich ich? Jana, haben Sie damals mitbekommen, wie es Ihrer Mutter ging, während sie in der Gemeinde war? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, meine Mutter war eine ganz andere. Ich habe zu der Zeit auch kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Ich finde, sie war nicht sie. Und das hat man auch ganz stark gemerkt, als sie dann raus aus der Gemeinde war. Da wurde es immer weniger, da hat man immer mehr, kam sie zum Vorschein. Also so, wie sie wirklich ist. Und ich fand, ganz befreit. Jana und ihre Mutter betonen beide, dass die Menschen in der Gemeinde eigentlich niemandem etwas Böses wollen. Sie fragen sich aber auch, warum sich trotzdem ein solcher Druck aufbaut, der Einzelne kaputt macht. Es ist ja nicht direkt eine Sekte, wo wir waren oder so, aber man muss schon sagen, es ist schon sehr eng da irgendwie. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, ein bisschen liegt es im Sinn der Gemeinde, die gesamte Freizeit der Gemeindemitglieder zu planen. Also, dass man eigentlich die gesamte Freizeit dort verbringen kann. Alles mit einem guten Hintergedanken. Ich will keinem irgendwas Böses unterstellen. Aber immer dieser Versuch, die Menschen sehr einzubinden und sehr zu beschäftigen mit der Gemeinde, damit das Gedankengut der Welt draußen bleibt. Weil das Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Wieder eine Geschichte von Abschottung. Und wieder versuche ich, ob nicht doch eine der strenggläubigeren Gemeinden einem Interview zustimmt. Vergeblich. Stattdessen fahre ich wieder zu Familie Piepenstock. Das bunte Leben mit Jana, Anneke und Mathis ist eine Wohltat nach all den Schauergeschichten. An diesem Morgen darf ich mit Mathis und Jana in die Schule gehen. In eine christliche Schule. Ist das dann doch die Abschottung, von der Katja erzählt hat? Erst haben wir gesagt, ach nee, fromme Ghetto-Schule oder so wollen wir auf gar keinen Fall so. Und dann haben wir uns aber einen Infoabend angehört in Siegburg. Ist ein Düsseldorfer Trägerverein. Die haben da schon 20 Jahre Schule, Gymnasium, Gesamtschule und Grundschule. Und es hat uns total begeistert. So, ne? Marc hat ja schon mal erzählt, die haben da so ein Kurzvideo gezeigt von Kindern. Erzähl mal da mit den Noten. Also die hatten so ein Werbevideo von der Düsseldorfer Schule und da war ein Mädchen, die war 14, 15, die haben sie halt auch gefragt, was sie an der Schule gut findet und die sagte, meine Noten sind nicht die besten, aber die Lehrer geben mir Hoffnung. Tschüss. Rund 170 dieser Schulen gibt es in Deutschland. Sie entstehen immer da, wo sich freie Christengemeinden für eine Gründung einsetzen.
Okay, guten Morgen 6C. Guten Morgen, Herr Henschel. Setzt euch. Eine kurze Andacht jeden Morgen gehört dazu. Vater, ich danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, dass du uns auch Kraft gibst. Es stand in diesem Bibelvers, dass dein guter Geist uns helfen möchte, diese Dinge wie Liebe, Freude und so weiter und auch Selbstbeherrschung zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns heute für diesen Tag die Freude und auch die Kraft gibst, diese Dinge zu tun. Amen. Immer wieder habe ich gelesen, dass christliche Schulen im Verdacht stehen, sich nicht an den Lehrplan zu halten. Sexualkundeunterricht ist vielen evangelikalen Eltern ein Gräuel. Im Biologieunterricht fordern sie göttliche Schöpfung statt Evolution. Dass streng religiöse Eltern ihre Kinder in seiner Schule vor der wahren Welt verstecken, davon will Lehrer Henschel nichts wissen. Die Eltern, die sich ihre Kinder hier anmelden, wissen, dass wir eine weltoffene Schule sind und keine Schule sind, die ein Ghetto bilden will, sondern im Gegenteil, wir möchten ihnen helfen, auch Mut machen, ihren Glauben, ihr Christsein zu leben. Und dazu gehört die Auseinandersetzung mit allen möglichen Strömungen. Deshalb blenden wir hier auch im Unterricht nichts aus. Evolution oder Schöpfungslehre, das ist einer der wichtigsten Streitpunkte. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist die Denkfabrik der deutschen Kreationisten, also derer, die glauben, dass die Welt allein von Gott geschaffen wurde. Sie präsentiert sich als wissenschaftlich und kämpft mit Lehrbüchern und Vorträgen gegen Evolution, aber für die Schöpfungslehre. Eine Zielgruppe? Zukünftige Biologielehrer. An der Uni Dortmund hat eine Studie ergeben, dass 15% aller Studierenden nicht an die Evolution glaubt. Bedingt durch Unkenntnis oder Religion. Bei den Biologiestudenten von Dittmar Graf sind es immerhin 7%. Das ist sicherlich so, dass bei den Evolutionsleugnern oder bei den Evolutionsgegnern in den allermeisten Fällen steckt dahinter ein fundamental christlicher oder auch muslimischer Glaube. Also es sind immer religiöse Überzeugungen, die die Gegnerschaft der zur Evolution motivieren. Dittmar Graf sagt, wer die Evolution leugnet, der leugnet ein modernes Menschenbild. Deshalb kämpft er seit Jahren für die stärkere Kontrolle von Biologielehrern. Die Kontrolle funktioniert eigentlich gar nicht. Es gibt keine unangekündigten Besuche an den Schulen, oder das reicht ja noch nicht mal aus, sondern man musste quasi unangekündigt in die Klassen hineinkommen. Und das funktioniert halt kaum. Von staatlicher Seite gibt es so gut wie gar keine Hilfe. Offensichtlich toleriert man ja die Art und Weise, wie an nichtstaatlichen Privatschulen unterrichtet wird. Ich kann nicht sagen, was das Motiv ist. Möglicherweise ist das eben einfach auch Klientel, die man möglicherweise bei der nächsten Wahl verliert, wenn man da rigide vorgehen würde. Wie werden unsere Kinder also in Zukunft unterrichtet? Und wer kontrolliert das? Unangekündigte Unterrichtsbesuche sind in Deutschland undenkbar. Während die Wissenschaftler an der Uni vor allem christliche Schulen im Visier haben, schaut Andrew Schäfer auf strenggläubige Christen an Regelschulen. Was ich sehe, ist, dass es tatsächlich immer wieder normale staatliche Schulen gibt, in denen Schüler sind aus Elternhäusern und aus Gemeinden, die eine religiöse Orientierung haben, die zu Konflikten führen kann. Also die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind Mandalas malt in der Grundschule, weil ich das für dämonisches, okkultes Handeln halte. Ich möchte nicht, dass mein Kind am Sexualkundeunterricht teilnimmt, weil ich das für sündhaft halte und für unbiblisch. Kein Sex vor der Ehe, das ist das Ziel. Und auch sonst wird immer wieder zur Reinheit gemahnt. Das wurde dann im Gebet gemacht. Da wurde gemeinsam gebetet, dass jeder rein ist und dass jeder frei ist von Selbstbefriedigungen. Eben niemals so ganz offen und dass das so jetzt von der Kanzel runter gepredigt wurde. Das war trotzdem immer Thema. Ist das Psychoterror? Ich habe so empfunden, ja. Also für mich war das nichts Freies. Und ich habe, wie gesagt, ja auch ganz anders gedacht. Ne? Natürlich ist die Sexualität eines Menschen etwas, womit man sehr verantwortlich umgehen muss. Gerade für junge Menschen, labil, deren Persönlichkeit nicht ausgereift ist, ist es ein sensibles Thema, mit dem man wirklich verantwortlich umgehen muss. Ob da eine rigide Moralität, die eine absolute Abstinenz bis zur Ehe vorschreibt, ob man damit gut aufgestellt ist, das wage ich eher zu bezweifeln. Was sind denn die Gefahren? Wenn es schlimm läuft, werden sie ein schlechtes Gewissen bekommen, Schuldgefühle, weil sie natürlich Bedürfnisse haben, die spüren
und nun hören, diese sind nicht in Ordnung. Damit sind sie selbst nicht in Ordnung. Das halte ich für pädagogisch fragwürdig. Das ist auch nicht evangelisch. Also im Sinne der Botschaft des Neuen Testamentes. Jemandem zu sagen, du bist so, wie du bist, nicht gut. Immer wieder begegnet mir diese Schwarz-Weiß-Welt. Gut oder böse, keusch oder unkeusch. Dass auch junge Erwachsene verantwortlich mit ihrer Sexualität umgehen können, auch vor der Ehe, solche Grauzonen sind nicht vorgesehen. Und schon gar keine Sexualität, die von der Norm abweicht. Ich bin auf dem Weg zur MCC, der Kölner Metropolitan City Church. Gottesdienst ist jeden Sonntag im Nebenraum einer Autowerkstatt. Wer aus dem normalen Raster fällt, der kommt vielleicht in diese etwas andere Gemeinde. Jesus hat beileibe nicht alle zurechtgebracht, die in den Augen ihrer Mitmenschen einen falschen Lebensstil hegten. Aber Jesus hat eingegriffen, wo Menschen aus der Gemeinschaft verbannt wurden, weil sie anders waren. Hier treffe ich Andreas. Er ist aufgewachsen in einer evangelikalen Gemeinde im Bergischen Land. Seine Eltern waren sehr strenggläubig. Da hatte ich in der 9. Klasse, war das in Biologie, da habe ich halt, wurde halt Darwins Theorie erklärt und so weiter. Und wir mussten dazu auch eine kleine Arbeit schreiben. Und ich habe halt geschrieben, na gut, der Wissenschaft nach ist es also gut durchaus möglich, dass Menschen und Affen gleiche Vorfahren haben. Als meine Eltern die Arbeit zu Hause gesehen haben, gab es Krach. Das haben die nicht. Also meine Mutter war da ziemlich entsetzt, als sie das gesehen hat. Vor 20 Jahren merkte Andreas, dass er sich in Männer verliebte. Eine Katastrophe für einen evangelikalen Jugendlichen. Nach langem Zögern entschloss er sich schließlich, mit den Ältesten seiner damaligen Gemeinde zu reden. Sie sagten, wir werden dich heilen, mit Gottes Hilfe. Immer wieder stoße ich auf das Wort Heilung. Zum Teil werben die Gemeinden auf ihrer Homepage damit, dass sie sogar unheilbare Krankheiten mit Gebeten heilen. Im Internet stoße ich auch auf den Heilungsraum Duisburg. Es gibt Vorbehalte, aber wir dürfen drehen. Hier beten charismatische Christen für Kranke. Ich höre die unglaublichsten Geschichten. Mein ältester Sohn, der hatte Magen-Pförtner-Krampf. Und das heißt, der war eine Woche alt etwa. Der spuckte dauernd aus, er behielt nichts bei sich. Und der Arzt sagte, wenn das so weitergeht, müssen wir durch die Fontanelle operieren. Und das ist lebensgefährlich. Und dann haben mein Mann und ich die Hände auf ihn gelegt, für ihn gebetet. Von Stund an war er gesund, hat alles bei sich behalten. Dieses und andere Erlebnisse, sagt Doris Geitz, hat sie motiviert, mit anderen in Duisburg einen Heilungsraum zu gründen. Es geht ähnlich zu wie in einer Arztpraxis, aber statt Medizin gibt es Gespräche und Gebete. Und warum sind Sie jetzt hier? Ich bin hier, weil ich seit einem Jahr Rückenschmerzen habe. Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle und es wird nicht besser. Und ja, und das ist sozusagen mein Anker, meine letzte Hoffnung, dass es mit meinem Rücken besser wird. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir auf Heilung hoffen im Christentum. Das ist biblisch gut begründet. Wir beten für Heilung, wir bitten Gott um Heilung. Wir haben keine Gewissheit als Christen, dass es diese Heilung gibt. Wir können darüber nicht verfügen. Wir müssen dankbar sein, wenn es sie gibt, aber wir müssen hinnehmen und auch damit leben, wenn es sie nicht gibt. Die Mitarbeiter im Heilungsraum stellen zunächst viele Fragen. So wie auch ein Therapeut zum Beispiel nach Stress oder Ängsten fragen würde. Vor dem anschließenden Gebet müssen wir den Raum verlassen. Und, wie ist es Ihnen ergangen? Es war super, sehr angenehm. Es ist nett, sich einfach mal auszutauschen, auch wie man mit bestimmten Dingen umgehen kann, wie zum Beispiel in der Nacht schlecht zu schlafen, schlechte Träume zu haben und wie man damit umgehen kann, dass man dann wieder gut einschlafen kann. Zum Beispiel? Dafür beten oder einfach auch was zu singen, einfach aufzustehen und bewusst was anderes zu machen. Das hört sich für mich immer so ein bisschen so an, wenn ich nicht genug glaube, dann kann auch keine Heilung passieren, also bin ich selber schuld. Wir unterscheiden zwischen dem Wunder und dem Prozess der Heilung, der oft auch mit dem inneren Befreiung, mit der inneren Befreiung und Heilung Hand in Hand geht. Bei mir bleibt trotzdem die Frage zurück, wie geht es schwer kranken Menschen, bei denen einfach gar nichts passiert? Dann ist die Tragik doppelt so groß, weil sie zum einen tatsächlich zum Tode bestimmt sind und mit der Tatsache leben müssen, dass ihr Leben nun zu Ende geht und sich darauf auch einstellen müssen. Und zum anderen möglicherweise in dem Gefühl leben, ich bin es selbst schuld. Andreas wollte durch Heilung sogar seine Sexualität ändern.
Er setzte vor 20 Jahren viel Hoffnung auf seine betenden Glaubensbrüder. Das war also alles irgendwie pseudopsychologisch. Da wurde angebracht, halt, die meisten Männer sind schwul, weil A, die Mutter ist halt sehr aufdringlich und der Vater ist halt immer abwesend. Und deswegen sind sie halt sehr, diese Müttersöhnchen wurden da raus. Und deswegen, die hatten nie richtigen Umgang mit Männern. Deswegen wissen sie auch nicht, wie man ein Mann ist. Wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie da gesessen haben? Als ob die Leute mir echt helfen wollten. Das, vielleicht passiert das ja einfach hoffnungsvoll, dass es also doch klappen würde, weil das war ja doch ein riesiger Stein auf meinem Weg zu einem normalen Leben. In der MCC-Gemeinde fühlt Andreas sich wohl. Aber es war ein langer Weg. Nach der angeblichen Heilung heiratete er, bekam sogar zwei Kinder. Hoffte, dass sich mit dem gesellschaftlich anerkannten Leben nach außen auch seine echten Gefühle ändern würden. Das heißt, wie sieht's innen aus? Sehr einsam. Immer dieses Janusgesicht quasi. Also immer zwei Gesichter auffallen. Das eine nach außen, das andere nach innen. Traurig, Angst, dass halt das doch alles irgendwann mal auffliegt. Ist die Geschichte von Andreas Eitschberger ein Einzelfall? Nein. Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Und sie kommt in erstaunlich vielen unterschiedlichen christlichen Kirchen vor. Du denkst falsch, du bist falsch. Ja, du bist einfach falsch. Du bist insgesamt falsch. Und dann auch noch die Möglichkeit, du könntest aber richtig sein, wenn du nur wolltest. Setzt die Leute dermaßen unter Druck, in Angst, in ein Verlorenheitsgefühl. Man kann damit durchaus Leben zerstören, das ist richtig. Heilung von Homosexuellen? Verstößt das nicht gegen das Antidiskriminierungsgesetz? Ich finde, dass Christentum in unserem Staat und in unserer Gesellschaft immer noch sehr, aus irgendwelchen Gründen, anders behandelt wird als andere Religionen. Ich glaube, dass wir bei anderen Religionen sehr schnell Probleme erkennen, auch Widersprüche zu dem, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren wollen, die Werte unserer Gesellschaft. Da sind wir sehr schnell dabei, die Fehler zu sehen. Im Christentum gibt es durchaus auch Parallelwelten, die sich aufbauen, die auch mit dem, wie wir eigentlich gesellschaftlich Vereinbarungen getroffen haben, nicht unbedingt noch viel zu tun haben. Aber da ist es ja das Christentum und dann verharmlosen wir das und gucken weg. Für Katja beginnt 4 Jahre nach ihrem Ausstieg langsam ein normales Leben. Sie musste erst wieder lernen, wie es ist, selbst Verantwortung für sich übernehmen zu müssen, aber auch zu dürfen. So Unsicherheit ist eigentlich so das Schlimmste, was man erleben kann. Wenn man so das Gefühl hat, man hat nicht so den klaren Verstand, um zu beurteilen, was ringsum passiert. Ich musste mir regelrecht wieder eine eigene Meinung aufbauen, wie ich sein will, wo ich hingehen will, mit wem ich mich umgeben will. Am Ende meiner Reise habe ich den Eindruck, die meisten Evangelikalen sind wohlmeinende Menschen. Aber es gibt Opfer und viele verschlossene Türen. Was mich besonders stört, wenn Kinder sich keine eigene Meinung bilden dürfen. Wenn Eltern den Blick über den Tellerrand Sünde nennen.